euch heute mal erklären, was man tun kann, begleitend oder vorher, währenddessen und nach einer Hundebegegnung. Ich weiß, dass viele von euch das Problem haben, wenn sie mit ihrem Hund gehen und anderen Hunden begegnen, dass die Hunde sich dann an der Leine oder eben auch im Freilauf manchmal nicht so benehmen, wie man möchte. Freilauf ist es natürlich noch blöder, wenn der Hund irgendwas tut, was er nicht soll, weil man dann noch nicht mal eine Leine dran hat. Aber auch an der Leine ist es oft was, was einem den Spaß am Spaziergang nimmt oder wirklich ein großes Problem ist, wenn der Hund wirklich aggressiv dabei ist. Nun gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Wenn der Hund wirklich ein Aggressionsproblem hat, bitte, bitte nehmt euch einen Trainer dazu. Unter www.trainieren-statt-dominieren.de findet man positiv arbeitende Hundetrainer nach Postleitzahlen sortiert. Ich mag das, ich mag nur das positive Training beziehungsweise für mich gibt es nur diesen Weg. Deswegen empfehle ich das eben auch gern. Oh ja, so viel dazu. Jetzt gibt es aber schon Sachen, die man begleitend tun kann, während oder nach einer Hundebegegnung und natürlich auch schon Dinge, die man davor tun kann. Und genau das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wenn man von Weitem sieht, da kommt jemand mit Hund und das wird jetzt eine Begegnung, die vermutlich nicht so läuft, wie man das möchte. Oder vielleicht laufen auch alle Begegnungen immer doof, sodass das keinen Spaß macht. Dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Entweder man schaut, wo ist Platz, wohin kann ich ausweichen. Wenn ihr das wirklich trainieren wollt und ihr seid schon dabei zu trainieren, bitte, bitte immer auf so einem Abstand trainieren, wo man ganz sicher ist, das funktioniert. Wenn es diesen Abstand gibt, wie gesagt, schön mit Augen offen durch die Welt gehen, dann früh genug Abstand aufbauen. Vielleicht in einen anderen Weg abbiegen oder einfach irgendwo ein Stück weit auf eine Wiese gehen, wenn das möglich ist. Was auch immer, so weit Abstand aufbauen, dass ihr ganz sicher sagen könnt, so funktioniert es. Das ist genug Abstand für meinen Hund. Immer wieder kriege ich gesagt, oder haben schon welche unter dem anderen Video, was wir haben für Hundebegegnungen, das blende ich euch nochmal ein, da haben schon einige drunter geschrieben, ab einem bestimmten Punkt frisst der Hund nicht mehr. Spätestens dieser Punkt sollte euch ganz deutlich machen, dass die Entfernung einfach zu nah ist, dass der Hund nicht weit genug weg ist. Wenn der Hund nicht mehr fressen kann, ist die Aufregung, der Stress zu groß, dann hättet ihr auf mehr Entfernung trainieren sollen oder eine andere Belohnung und Motivation wählen. Ich trainiere auch Hundebegegnungen immer mit High-End, also wirklich richtig guter Belohnung. Aber wir sind dabei, was kann man vorher tun? Also, viel, viel, viel Abstand aufbauen. So viel, dass ihr sicher seid, es funktioniert. Das kann man vorher tun. Und von Weitem schon anfangen zu trainieren. Wartet nicht erst so lange, bis euer Hund so aufgeregt ist, dass er schon gar nicht mehr fressen kann, sondern fangt auf so eine große Entfernung an zu trainieren, dass der Hund noch total entspannt ist. Das ist gut. Was ihr auch tun könnt vorher, wenn ihr seht, ich habe keine Möglichkeit auszuweichen, vielleicht kommt da der Feind schlecht hin, dann kann man auch einfach mal auf dem Absatz kehrt machen und dieser Begegnung aus dem Weg gehen. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch im Voraus. Und auch das sollte man gut abwägen. Ich habe das früher mit Joy oft gemacht, wenn ich vielleicht einen total schlechten Tag hatte, alles war stressig und ich war vielleicht einfach nicht gut drauf, dann war das für mich auch, egal wie weit und ob ich gedacht hätte, es hätte vielleicht funktionieren können, wenn ich in einer Stimmung war, die total schlecht für ein Training war, habe ich einfach auch gesagt, Hackengas kehrt und weg. Auch das kann man mal machen. Das löst das Problem nicht, aber es macht es auch nicht schlimmer. So. Wenn ich jetzt in der Begegnung schon bin, auch da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann ich natürlich nochmal einen Bogen gehen, dass ich meinem Hund und auch dem anderen Hund signalisiere, wir gehen nicht auf dich zu, sondern wir gehen einen Bogen. Das ist natürlich auch deeskalierend. Manchen Hunden hilft es, wenn man das trainiert, dass man stehen bleibt, also die Bewegung auch rausnimmt. Manchen Hunden hilft es aber auch mit Bewegung, also dass man selber weitergeht. Dann bietet sich der Bogen natürlich nochmal an, nochmal mehr an. Mir selber ist es früher leichter gefallen, am Anfang stehen zu bleiben, weil ich mich selber nicht auf so viele Sachen auf einmal konzentrieren musste. Füttern, beobachten, markern und auch noch meine Füße vernünftig voreinander setzen. Mir fiel es am Anfang wirklich leichter, stehen zu bleiben, meinen Hund abzusetzen oder abzulegen, sodass ich mich auf relativ wenig in Anführungszeichen auf einmal konzentrieren musste. Aber es gibt eben auch Hunde, denen fällt es generell leichter in Bewegung. So, das kann man auf jeden Fall währenddessen machen. Währenddessen ist auch wichtig, dass man einen passenden Futterpunkt sucht, dass man vielleicht nicht gerade so füttert, dass der Hund lifflig da ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Jetzt lehnst du dich nach vorne. Wenn ich eine Begegnung habe,
dann macht es Sinn, dass ich meinen Hund nicht so belohne für ein gutes Verhalten, dass er noch beim Fressen permanent zum anderen Hund guckt, sondern es macht Sinn, dass ich einen Futterpunkt wähle, dass der Blick weg ist. Auch das hat einmal was damit zu tun, dass auch das Wegblicken wieder deeskalierend ist. Mein Hund kann nicht während des Fressens weiterhin fixieren. Wenn ich so füttere, könnte es sein, dass das schon beim Fressen permanent wieder dahin schaut und fixiert. Und ich kriege es vielleicht gar nicht mit. Außerdem habe ich zum Beispiel, wenn es wirklich über Blickkontakt trainiert wird, durch das Füttern hier direkt die Möglichkeit, nach dem Füttern den nächsten Blick hin einfach direkt wieder zu belohnen. So sind es dann auch nur kurze Blicke, die ich habe, weil ich eben diesen Blickkontakt zwischendurch durch das Füttern an dem Punkt unterbreche. Nun ist die Begegnung vorbei. Jetzt sind manche Hunde dann so aufgeregt, auch wenn sie das vielleicht geschafft haben, dann noch halbwegs gut dran vorbeizugehen, dass sie vielleicht aber nach der Begegnung so aufgeregt sind und so gestresst sind, dass man sie überhaupt irgendwie erstmal wieder runterbekommen kann. Und auch da gibt es echt schöne Sachen, die man machen kann. Man kann zuallererst mal zum Beispiel ein kleines Futtersuchspiel im Gras machen. Es ist für viele, viele Hunde wirklich sehr beruhigend, das zu machen. Ich mache es zum Beispiel aber auch sehr gerne, dass ich kein Futtersuchspiel mache, sondern wenn der andere Hund in ausreichend Abstand weg ist, dass ich meine Hunde auf die Spur des anderen Hundes rauflasse und dass sie nachschnüffeln dürfen. Das hilft oder hat Joy früher sehr geholfen. Mittlerweile braucht sie diese Hilfe nicht mehr immer, aber trotzdem findet sie es sehr nett und sehr angenehm, nochmal zu gucken, was ist denn da für ein anderer Hund gewesen und kann nochmal genau schnüffeln und schauen. Unseren Hunden hat es bis jetzt allen sehr viel geholfen. Wichtig dabei aber bitte erst auf die Spur des anderen Hundes nachschnüffeln lassen, wenn der wirklich weit genug weg ist. Was man auch machen kann, ist, dass man ein bisschen Bewegung reinbringt. Jetzt muss ich mal die Lifter hinten belohnen, dass sie artig wartet. Dass man mal ein bisschen Bewegung reinbringt, vielleicht mit dem Hund zusammen ein kleines Rennspiel oder ein kleines Rennen macht. Oder aber das Zehn-Leckerchen-Spiel anschließt. Das kann man übrigens auch super vorher machen oder auch währenddessen, je nachdem, ob es dem Hund hilft. Zehn-Leckerchen-Spiel ganz, ganz toll. Kann ich euch am Ende vom Video nochmal einblenden. Kann man aber auf jeden Fall auch nach einer Hundebegegnung machen. Das Schöne dabei ist, dass man beim Zehn-Leckerchen-Spiel auch wieder Bewegung reinbringen kann, indem man die Leckerlis für den Hund zwischendurch einfach hin und her wirft von einer Seite zur anderen, sodass er dabei sich bewegen und laufen kann. Wie gesagt, ich verlinke es euch am Ende des Videos nochmal im Abspann. So dass ihr euch das nochmal anschauen könnt. Das kann man auch super nach einer Hundebegegnung machen. Hinterher kann man aber auch alles andere machen, was der Hund gut findet, was dem Hund Spaß macht oder was euch beiden Spaß macht, um alles wieder aufzulockern, ein bisschen Spaß reinzubringen und Stress zu minimieren. Wenn der Hund den Handtouch toll findet, der Handtouch vielleicht schön aufgebaut ist mit Entspannung, kann man hinterher den Hund touchen lassen und so Entspannung reinbringen. Generell, wenn ihr ein Entspannungssignal habt, was ihr konditioniert habt, könnt ihr das natürlich auch vor, während oder nach der Begegnung sagen und geben und so mehr Entspannung reinbringen. Es gibt noch so viel mehr, was man tun kann. Generell hilft aber auch immer alles, was der Hund gerne ausführt und positiv trainiert wurde, weil das wieder die positiven Emotionen mitbringt und etwas, was ein Hund gerne tut und ihm Spaß macht. Oder vielleicht auch sehr gut kann, bringt natürlich auch wieder Selbstsicherheit. Das kann bei unsicheren Hunden sehr, sehr gut sein. Ja, jetzt haben wir ganz, ganz viele Sachen gesagt. Es gibt, wie gesagt, noch ganz viel mehr. Und dieses Thema ist schon auch natürlich sehr individuell, weil man immer schauen muss, warum hat denn der Hund eigentlich ein Problem oder mit was genau hat der Hund eigentlich ein Problem. Im Zweifel bitte, bitte immer mit einem Trainer arbeiten. Aber manche Sachen haben uns tatsächlich früher sehr gut geholfen. Vor allem auch die Sachen, was man nach einer Begegnung machen kann oder eben vorher wirklich abzuwägen, mache ich weiter, wo genau platziere ich mich oder gehe ich halt einfach weg, drehe mich um und hau ab oder verstecke mich hinter irgendeiner Hausecke oder was auch immer, hinter einem Auto, sodass man dieser direkten Begegnung aus dem Weg geht. Boah. Ihr könnt ja mal berichten, wie es bei euch so läuft mit den Begegnungen und ich wünsche euch trotz allem, auch wenn es ein Thema ist, was vielleicht nicht immer so viel Spaß macht, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Trainieren, da es schon auch eine große Hilfe ist, wenn man wirklich versucht, doch wieder irgendwo Spaß reinzukriegen, ein bisschen zu entspannen, mal durchzuatmen. Es muss nicht perfekt sein und es muss auch nicht peinlich sein, wenn es mal nicht klappt. Nehmt euch ruhig diesen Druck raus und macht es so und habt einfach auch Spaß mit euren Hunden. Das bringt wirklich ganz, ganz viel schon. Bis bald. Tschüss.